Ich interessiere mich für Politik, weil? Weil ich kämpfe für eine soziale und solidarische Gesellschaft und will, dass sich was verändert. Wenn ich nicht in den Bundestag gekommen wäre, würde ich jetzt? Dann wäre ich noch auf den Brettern, die die Welt bedeuten und wahrscheinlich weiterhin Schauspieler auf der Theaterbühne. Wählen sollten wir alle, weil? Naja, weil es hier um was geht und weil es wichtig ist, dass die Interessen der Bevölkerung sich dann tatsächlich im Parlament auch abbilden. Was ich in Deutschland dringend ändern möchte, ist? Ich möchte gerne, dass es in Deutschland keine Armut mehr gibt und es ist mir auch nach wie vor völlig unverständlich, warum das in einem so reichen Land immer noch nicht der Realität entspricht. Deutschland aktuell in drei Worten ist? Nicht ganz einfach. Ich mache mir Sorgen, dass? Im Moment würde ich sagen, Umverteilung von oben nach unten. Die Corona-Krise hat gezeigt, die Reichen in diesem Land haben weiterhin profitiert, während die Armut weiter steigt. Das kann so nicht bleiben. Ich stehe ein für? Für das Grundprinzip Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Ich habe mich für meine Partei entschieden, weil? Weil es die einzige Partei ist, die ein bisschen über den Tag hinausdenkt und den Kapitalismus nicht als Ende der Geschichte akzeptiert. Die meisten Leute würden vermutlich nicht denken, dass die Arbeit im Bundestag so vielfältig ist und so selbstbestimmt, wenn man es denn möchte. Ich finde Ausgleich zu meiner politischen Arbeit in? Mit Freunden und im Fußballstadion. Ein Missverständnis oder Vorurteil, mit dem ich gerne mal aufräumen möchte, ist, dass Schauspielerei und Politik dann am Ende doch recht wenig miteinander gemein haben.